Hallo, ihr fabelhaften Widder und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Monat Juli. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch ein bisschen durch die Konstellationen führen in diesem Monat. Was halten Sie für euch bereit? Gibt es was zu flirten? Gibt es was in der Beziehung zu erledigen? Kommt ihr überhaupt dazu, euch um die Liebe zu kümmern? Ist vielleicht eine gute Zeit für Urlaubsflirts? Das wollen wir uns jetzt alles mal anschauen. Der Hintergrund, vor dem sich euer Monat abspielt, müsst ihr wissen, da sind zwei langfristige Konstellationen, die wirken sich besonders aus, wenn ihr Geburtstag habt am 5. bis 9. April. Da kann es sein, dass ihr in einem größeren Transformationsprozess steckt, dass ihr immer wieder herausgefordert werdet, vielleicht durch eine berufliche Situation. Es kann auch eine familiäre Situation sein, aber wahrscheinlich eher eine berufliche Situation. Das ist so ein bisschen der Hintergrund für euch. Und dann gibt es ja sehr viele Widdergeborene, die unter dem Einfluss von Unruhestifter Uranus stehen. Das betrifft jetzt besonders von der dritten Dekade die Geburtstagskinder vom 11. bis 14. April. Die haben jetzt diesen Veränderungsdruck, die möchten sich befreien, die möchten was verändern, die möchten unabhängig werden oder auch eine neue Idee entwickeln, ein neues Projekt an den Start bringen. Das kann natürlich auch dann entsprechend die Liebestendenzen beeinflussen, wenn man da sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder auch wenn man nach Unabhängigkeit strebt. Ja, das mal so vorab, weil das sind so langfristige Tendenzen, die natürlich jetzt den ganzen Monat über wirken, aber gerade diese beiden Planeten wirken mehrere Jahre auf die Wiedergeborenen ein. Ja, wie sieht es aktuell aus? Der Monat startet vielleicht mit einer Sache, die in der Familie sich abspielt. Da werdet ihr von der Familie her gebraucht. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Ärger. Vielleicht ist es auch so, dass ihr vielleicht beruflich sehr eingespannt seid und deswegen keine Zeit für die Familie habt. Aber da kommt ja dann gleich ein Wochenende und man kann auch über alles reden, ja, am 2. und 3. Und dann ist der Neumond im Krebs, das sieht man hier unten im Zeichen Krebs, das steht so ein bisschen in Spannung zu eurer Widdersonne. Also auch hier nochmal ein Hinweis, dass da vielleicht was zu klären gibt und dass man damit beschäftigt ist, bevor man sich jetzt auch der Zeit zu zweit widmen kann. Dann kommt eine super Phase zum Flirten. Da geht nämlich der Mond im Löwen, das ist eine schöne Konstellation für euch, das stärkt euch, das prickelt, geht durch das Haus des Flirts und der Sexualität. Also vielleicht mal am 6. und 7. sich Zeit zu zweit nehmen, flirten oder eben, wenn ihr einen Partner habt, auch dafür sorgen, dass ihr Zeit habt, ein bisschen knisternde Erotik zu erleben. Das ist eine sehr schöne Phase. Und dann geht es wieder ein bisschen so in die Richtung, man hat viel zu tun, man muss viel arbeiten. Aber dann kommt wieder ein super schöner Aspekt und zwar, der geht der los so am Samstag und dann Sonntag, den 10. Juli. Da habt ihr ein paar Tage, wo die Partnerschaft sehr stark aktiviert ist. Auch da wieder, wenn das so in die Woche reingeht mit der Problematik, dass es sich vielleicht mit dem Beruf beißt, ja, dass ihr sehr viel zu tun habt, dass vielleicht jemand sagt, hey, warum hast du keine Zeit für mich? Aber es lohnt sich in der Zeit vom 10., 11. und 12. vielleicht doch dem Partnerschaftsthema ein bisschen Priorität zu geben. Und gerade in dieser Zeit sind auch die Flirtmöglichkeiten besonders groß. Da fällt eben auf, was ihr für eine prickelnde Ausstrahlung habt. Jetzt wieder ganz besonders die Geburtstagskinder der dritten Dekade, die unter dem Einfluss von Uranus stehen, die auch sehr experimentierfreudig sind. Also in dieser Zeit das Flirten und die Liebe nicht vergessen und vielleicht gucken, dass ihr trotz Job euch dafür Zeit nehmt. Idealerweise habt ihr natürlich dann schon Urlaub. Wenn ihr so im Juli viel Urlaub habt, dann wäre das natürlich schön. Dann könnt ihr euch da um die Liebe kümmern. Ja, und dann so ab dem 12. 13. geht das auch los, dass der Liebesplanet richtig gut steht für euch. Da geht die Venus nämlich in den Löwen, ins Zeichen Löwe. Das Zeichen Löwe ist günstig für Widder und das bringt also eine richtig gute Erotikstimmung rein. Und das gilt dann bis fast für den Rest des Monats. Ja? Und dann gesellen sich auch die anderen wichtigen Planeten dazu. Und vorher habt ihr aber nochmal mit dem Vollmond zu tun. Das wäre dann am 20. 21. oder nicht vorher, sondern während dieser Phase. Der 20. 21. ist die Vollmondzeit und der Vollmond steht nochmal in Spannung zur Widdersonne. Deswegen würde ich empfehlen, zu Vollmond wirklich den Ball flach halten, nicht gerade eine Auseinandersetzung suchen, sondern lieber wenn, dann so in die Leidenschaft reingehen, weil die Leidenschaft ist dann bei euch richtig groß geschrieben. Also es läuft dann super mit Flirt und eben auch sexuell. Und wenn ihr nicht schlafen könnt und habt jemand, der neben euch liegt, ja, dann gibt es doch was Wunderbares, was man dann tun kann in so einer Vollmondnacht.
Das wäre sehr zu empfehlen, aber Auseinandersetzungen bitte aus dem Weg gehen, also nicht gerade dann so ein Grundsatzgespräch führen, das ist dann ungünstig. Insofern könnt ihr aber die Vollmondphase gut nutzen und dann ist es eigentlich den Rest des Monats ziemlich super für euch, weil ihr dann die ganze Zeit die Planeten im Flirtbereich des Horoskops habt und im Romantikbereich, das heißt gute Chancen, eine Romanze anzufangen oder eben einfach Spaß zu haben und auch gute Chancen, jemanden zu treffen, wenn man was macht, was einem Spaß macht. Also gerade Widder, Herren. Also wenn ihr Jungs seid aus dem Zeichen Widder, sieht das nach einer starken Möglichkeit aus, eine Süße kennenzulernen, wenn ihr zum Beispiel Sport treibt oder ausgeht. Und die Widder-Damen, für die ist sowas wie Tanzen, auch Sport natürlich oder eben was Kreatives tun, eine sehr gute Möglichkeit, um jemanden kennenzulernen. Die Damen allerdings haben auch große Chancen, wenn sie in Urlaub fahren. Da steht der Mars dann günstig. Aber vor allen Dingen ist es schön, wenn ihr also als Frau schon in einer Beziehung seid. Denn dann habt ihr den leidenschaftlichen Mars in dem Bereich stehen, wo die Beziehung ist, in der man schon drin ist, wo man schon was aufgebaut hat, wo man sich schon näher kennt. Und da kann man dann richtig auch tiefer gehen. Ja, da geht es dann richtig in die tieferen Gefühle rein. Denn, das habe ich überhaupt ganz vergessen zu sagen am Anfang, das ist überhaupt die gute Nachricht für euch. Der Mars ist jetzt wieder direktläufig, also den ganzen Juli über. Das ist vorbei mit diesem Mars im Rückwärtsgang. Und das werdet ihr ganzen Widder auch besonders spüren, weil das euer Herrscherplanet ist. Und wenn der wieder vorwärts läuft, dann kommt einfach wieder Bewegung in alles, was bis dahin festgesteckt hatte. Ja, mit dieser guten Nachricht entlasse ich euch jetzt in den Juli, der vielleicht am Anfang noch ein bisschen verhalten anfängt, weil ihr euch mehr in der Familie engagieren müsst, aber dann immer besser wird, immer mehr Flirtchancen bietet und immer prickelnder wird. Und von daher kann ich nur sagen, viel Spaß mit diesen schönen Sternen. Seht zu, dass ihr euch ein bisschen Zeit für die Liebe und fürs Flirten nehmt und nicht zu viel im Büro versauert. Am besten, ihr habt Urlaub. Also viel Spaß mit den Sternen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr ein persönliches Horoskop für euch möchtet, erstelle ich euch das gerne, um jetzt nochmal dann zu schauen, wie die Planeten direkt für euch stehen. Oder ein anderer Tipp wäre, ich mache ja regelmäßig das Webinar Antonias Sterne und da könnt ihr auch eine kurze Frage mal loswerden. Da könnt ihr euch anmelden, kostet 9 Euro und ihr könnt eure Frage stellen und dann schaue ich auch in euer persönliches Horoskop. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung, also hier unter dem Video. Viel Spaß mit den Sternen. Alles Gute. Tschüss.